Hallo und willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3 mit Modern Warfare 2 mit mir, aller Wache 1993. Wir haben Afghan Long Distance, das heißt, wir werden hier mit... Komm, wir spielen mal Farmers, ich habe die so selten gespielt. Also damit werden wir vielleicht so eine ganz klitzekleine Chance vielleicht haben, hier den einen oder anderen Kill zu machen. Ich werde zwar gleich des Todes hier flamen über die Waffe, weil ich den ersten Schuss da schon wieder nicht hinkrieg. Vor allem, wenn ich noch unten rechts gerade gesehen habe, dass dort die 18 gespielt wird. Alter, kriegst du doch schon wie alles. So, aber Kill Nummer 1. Und ich habe vergessen, meine Killsticks zu ändern. Ja, super, GG. Nein, hinter mir. Nein, was macht denn mein Mate? Der steht doch da einfach nur so dumm umher. Das gibt's doch nicht. 3-0. Achso, das ist meiner. Das ist meine. Ja gut, wenn mein... Was machen die da? Der eine liegt da, der andere liegt da. Die stellen sich zwei Claymores vor die Fresse und machen gar nichts, oder wie? Alter, was machen die? So, Flash rein. Keiner geflasht. Oh Mann, Alter. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das überhaupt schon hier für eine Sprache ist. So, zack. Aber die Famas, an sich ist die Famas halt echt gut. Mit Schalldämpfer oder halt dann noch mit panzerbrechend kann man hier schon die ein oder anderen Kills damit klar machen. Ich höre halt nur die Dinge ins Ratten, ne? Nur die G18er Kimbo Ratten. Er hat die Pille! Ey, das ist so ein Arsch. Wieso hat er die Pille und wieso werde ich von dem Semtex geholt? Wieso nimmt man Painkiller mit? Nee, wie heißt denn der? Trittbrettfahrer? Nee, Trittbrettfahrer nicht. Doch, nee, Painkiller? Wie heißt denn die Scheiße denn jetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß jetzt... Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie das heißt. Die olle Tablette da. Ich habe es halt immer richtig fürsorgevoll Anti-Baby-Pille genommen. Mann, ey, es ist dieser ab. Kann man den nicht bitte kicken? 7-0. Er rennt nur mit einer die 18er Kimbo umher und spielt 7-0. Holy shit. Okay, da hat er uns den Arsch gerettet. Muss man mal sagen. Komm, stirb. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass mein Mate stirbt, dass ich ihm den Kill stealen kann. Richtig schön einmal. Richtig kacken dreist. Dreist kommt halt weiter, aber war ein Satz mit X. Für diesen Move werde ich halt so bestraft. Ne? Ich werde jetzt so tot gehen. Was ist das so gut? Und ich verkack's. Ich verkack's mit dem Aim. Oh. Alter, Daniel. Ja, die Farmers ist alles schon gut. Das mache ich aber nochmal. Ich verkack's halt. Scheiße, Mann. Das wäre auch schon wie ein schön... Ey, die Sau, Mann. Alter, er macht mir nach. Verpiss dich. Ja, verdient, Mann. Okay. Auch verdient für meine große Fresse in dem Moment. Er spielt 9-0. Gut, ich spiele einen 8-6 auch nicht gerade wirklich. Sehr geil, ne? Sauber. Wo ist er? Da ist Nummer 1. Nee, der ist tot. Gut, mal gucken, ob wir von hinten rankommen. Naja gut, egal. Eine Map muss ich auf jeden Fall noch. Und dann, denke ich mal, werde ich wieder zu MW 2019 zurückkehren. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Nein! Ich habe ihn noch, glaube ich, bekommen. Ich glaube, ich habe ihn noch bekommen. Ich bin mir da aber nicht sicher. So, den haben wir. Wie gesagt, die Dinger sind gar nicht mal so schlecht, also die Farmers. Wenn man hier vielleicht, wenn man da auch so MW3 technisch vielleicht einen Dings draufgesetzt hätte, vielleicht nochmal einen Schnellfeuer, dass man da wirklich die Schusskadenz nochmal ein bisschen erhöht, dann wäre es auf jeden Fall ultra stark. Kein Kommentar zu dieser Waffe, bitte. Das ist halt... Die ist einfach nur ranzig. Aber gut, egal. Aber ich habe mich auf jeden Fall, ich würde mal sagen, nochmal gut rausgekämpft. Wieder close zur 2er KD, die ich zwar vielleicht...
nicht großartig halten kann. Aber trotzdem ist es halt eine gute Möglichkeit, hier irgendwas überhaupt zu machen. Keine Ahnung, was er da schon hier macht. Kollege, dich versteht so kein Schwein. Niemand wird deine Sprache hier aktuell unter Umständen sprechen in der Lobby. Außer er hat halt paar Mates drin. Dann vielleicht. Aber im Normalfall wahrscheinlich eher weniger. Würde ich jetzt mal behaupten. Nein! Wieso schmeißt er denn das M-Tex? Achso, weil... Es war sogar eine Noob-Tube, der mich da gekillt hat. 20-9. Potenziell auf mehr Kills? Ja. Wenn man da aber eine ACR vielleicht hat, beziehungsweise wenn die Famas ein bisschen schneller schießen würde, hat man da halt eine Möglichkeit auf 2, 3, 4 Kills. Oder wenn der Spawn halt switcht in dem Moment. Dann hätte man auf jeden Fall da nochmal ein paar Chancen auf mehr Kills gehabt. Aber so, ja gut, ist halt unglücklich gelaufen in dem Moment. Geh los, geh vor, geh sterben, geh mich... Okay. Nein. Na, scheiße. Ah, da durchholzen. Ah ja, trotzdem mit 21-10 ist schon nicht schlecht. Man hat auf jeden Fall gerade hier echt eine schwere Geburt. Wenn man so mal die ganzen Leute gerade betrachtet. 21-10, George Blaze, 18-1. Vielleicht ein bisschen gekämmt. Man weiß es nicht, keine Ahnung, wie ihr spielt. UMP wäre natürlich auch ultra sick gewesen da oben. Mit dem 4K hätte man damit auf jeden Fall reißen können. So ist es halt ein 21-10. Nun gut, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Ich bin Alawach 1990 und wir haben zum Ende nochmal Scrapyard. Nur gut, TAR21 ist auf jeden Fall bereit, startklar für die Map. Vielleicht wird es auch weggeworfen, aber nun gut, egal. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.